Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Man muss ja nicht immer gleich an das Schlimmste denken, aber grundsätzlich ist es ja immer gut, bei sich selbst ein bisschen genauer hinzusehen. Heute geht es um den Urin. Was hat es zu bedeuten, wenn der rötlich verfärbt ist, wenn also vermutlich Blut im Urin zu finden ist? Um diese Frage geht es heute. Bei mir ist Dr. Stefan Tauber, er ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Herr Dr. Tauber, schön, dass Sie Zeit haben für uns. Danke herzlich für die Einladung. Gerne. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ach Mensch, ja. Sagen Sie uns, Blut im Urin, wie kommt das in den Urin hinein? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ja, zunächst mal, man kann da schon ganz schön Schreck kriegen, wenn man plötzlich statt schönem hellen, klaren Urin eine Rotverfärbung sieht. Und dann muss man auch sich überlegen, ja, wo kommt das überhaupt her? Ist es denn überhaupt Blut? Ist es bedingt zum Beispiel im Rahmen eines schmerzhaften Ereignis oder ist es eben ohne Schmerzen? Und wenn man sich überlegt, was für Ursachen es gibt, dann kann es zum Beispiel eine Entzündung sein, aber es kann eben auch ein Stein sein, der sich löst aus der Niere oder der vielleicht in der Niere verborgen ist. Es kann zum Beispiel auch nach Sport geschehen. Kann auch durchaus nahrungsbedingt auftreten. Wir haben das Beispiel der roten Beete, wenn man da zu viel gegessen hat. Prinzipiell muss man das ernst nehmen, denn es kann halt auch eine Bösartigkeit dahinter stecken, zum Beispiel ein Blasentumor. Mhm. Und wir wissen, Blasentumor, Krebserkrankung, das darf man nicht übersehen. Gibt es da so eine Art Selbstcheck, den man an sich vollziehen kann, um schon selbst so ein bisschen zu klären, ist das jetzt böse oder ist das völlig okay? Also das ist natürlich schwierig, für sich als Laien sowas zu entscheiden. Als erstes muss man mal abklären, ob es im Rahmen einer Infektion aufgetreten ist. Zum Beispiel, wir kennen alle die unkomplizierten Harnwegsinfekte, brennen beim Wasserlassen und dann kommen sie eben sehr gerne zur Blutbeimengung. Mhm. Etwas gefährlicher ist es in der Tat, wenn der Schmerz ausbleibt, also schmerzlos, und dann denkt man sich, naja, ist ja nur einmalig, ist ja nicht so schlimm. Aber was kann man da selber eruieren? Man muss sehen, nur eine Braunverfärbung ist sicherlich was anderes als wirklich Kirschwasserfarben, wo dann vielleicht sogar kleine Stückchen mit abgehen. Und ich betone nochmal, das kann durchaus ein einmaliges Ereignis sein, aber eben auch ein einmaliges Ereignis sollte, ist jetzt kein Grund zur Panik oder zur großen Besorgnis, muss aber weiter abgeklärt werden. Und das würde ich dem Hausarzt erzählen und der wird gegebenenfalls oder ziemlich sicher dann einen Termin beim Urologen machen, der sich da ein bisschen Gedanken macht. Man schaut dann den Urin an unter Mikroskop oder mit so Streifentests und klärt erstmal ab, ob das überhaupt so Blut war, ob das so stimmt. Und dann kommt gegebenenfalls auch eine weitere Untersuchung. Ja, nun versuchen ja viele erst einmal jetzt nicht gleich in die schlimmsten Dinge zu denken und die sagen sich dann, oh ja, ich schluck ja auch ASS oder andere Blutverdünner oder sowas. Und bestimmt liegt es daran. Wie wahrscheinlich ist das? Sie sprechen etwas sehr Schönes an. Die Patienten nehmen ja immer mehr diese sogenannten Antikoagulantien, also Blutverdünner. Und man weiß das, wenn man sich irgendwo stößt, kriegt man einen blauen Fleck. Also könnte man auch diese Blutungsneigung auf diese Medikamente zurückzuführen. Das ist aber keine Ausrede, weil das Blut ist immer ein Warnsignal. Und wenn man eben diese Medikamente nicht nimmt, blutet man nicht. Und man sollte natürlich auch unter den Medikamenten nicht plötzlich eine spontane Blutung aus der Harnblase zum Beispiel haben. Mhm. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar ein Frühindikator. Wenn wir dann denken an einen Stein oder an eine Prostatavergrößerung oder eben an einen Tumor in der Blase, dieser blutet dann vielleicht erst recht oder eher früher durch diese Medikamente. Also es ist keine Ausrede, wenn man sagt, ich habe Aspirin, Plavix oder ASS genommen. Bitte immer die Vorsicht und dann die Nachsorge walten lassen. Ja genau, Sie sagten ja auch gerade, man muss ja doch mit dem Schlimmsten rechnen. Das Schlimmste ist ein Tumor. Angenommen, ich käme jetzt zu Ihnen mit dem Verdacht auf einen Blasentumor. Wie würden Sie denn da
die Diagnose stellen? Wie funktioniert sowas? Klassischerweise wird man natürlich erstmal den Patienten befragen, eine Anamnese machen, zum Beispiel Risikofaktoren abklären. Wir wissen alle, Nikotinabusus, also das Rauchen ist sicherlich ein Risikofaktor, Blasentumor zu bekommen, das Alter, aber eben auch giftige Stoffe, was für einen Beruf hat der Patient, das muss man alles abklären. Dann wird man den Patienten untersuchen, man wird eine Ultraschalluntersuchung, eine Sonographie machen, da kann man sich die Niere ansehen, wie sieht die Niere aus, von der Größe, von der Konsistenz, sind da vielleicht Steine zu sehen in der Niere oder vielleicht sogar ein Nierentumor, der dann blutet. Man kann die gefüllte Blase sehr, sehr gut beurteilen mit dem Ultraschall und da kann man vielleicht auch schon so Stiele in der Blase finden, die dann einen Blasentumor bedeuten. Oder zum Beispiel auch die Herren, die dann mit der Vergrößerung der Prostata zu tun haben, auch eine vergrößerte Prostata kann spontan mal bluten. Mhm. Das wäre so der erste Rundumschlag. Dann wird man den Urin analysieren unter dem Mikroskop oder mit einem Urinstix. Und schließlich wird es dann ein bisschen invasiver, also der Eindringungsgrad wird dann größer. Man müsste dann nämlich eine Blasenspiegelung durchführen. Mhm. Das ist sicherlich das, wovor die Patienten ein bisschen Angst haben und deswegen vielleicht den Weg zum Urologen scheuen. Aber das ist eine Untersuchung, die nur wenige Minuten dauert und da gibt es diese Geräte dann auch schon flexibel, sodass man also sehr sicher und sehr schnell auch ohne große Schmerzen eine Abklärung der Blase zum Beispiel machen kann. Tut das denn überhaupt weh? Man gibt natürlich dem Patienten vorher ein Schmerzmittel, sei es in die Harnröhre oder wenn der Patient das möchte, auch über eine Kurzinfusion, sodass das also machbar ist und unangenehm, aber im Endeffekt nicht schmerzhaft. Und jetzt gerade, wo Sie sagten, Raucher, auch gerade im fortgeschrittenen Alter, das bringt mich nochmal zu der Frage, wer einen Blasenkrebs dann überhaupt bekommen kann. Ich glaube, Tabakrauch hat eine direkte Auswirkung auf die Chance, Blasenkrebs zu bekommen. Ist das richtig? Ganz bestimmt. Das sind die Giftstoffe, die eben durch den Tabak aufgenommen werden. Das sind die sogenannten aromatischen Amine und die provozieren, ja, wenn man über lange Zeit raucht, natürlich eine Veränderung. Das wird ausgeschieden, das Gift über die Blase und diese Gifte verursachen dann eben eine Proliferation, also dann regen das Krebswachstum an. Und ganz interessant ist, also das passiert natürlich nicht über Nacht, man sagt, 20 Jahre ist die sogenannte Latenzzeit, also die Zeit, die der Tumor braucht, sich zu entwickeln. Wenn man sagt, ja, ich habe doch vor 20 Jahren aufgehört zu rauchen, das kann also nicht vom Rauchen kommen. Das ist leider nicht wahr. Die Blase hat da ein gutes Gedächtnis und natürlich dauert das, bis die Zellen dann die entsprechende Veränderung haben und dann bösartig wachsen. Ja, Rauchen ist also ein Grund. Ich habe gelesen, abgesehen davon sind es mehr Männer als Frauen, die Blasenkrebs bekommen. Ist das so eine Anlagegeschichte? Das stimmt. Das hat auch verschiedene Ursachen. Ja. Früher war das auch so, dass die Männer tatsächlich mehr geraucht haben als die Damen. Das ändert sich in modernen Zeiten und man sieht auch, dass die Damen in der Inzidenz, also in der Häufigkeit, einen Blasentumor zu entwickeln, auf dem Vormarsch sind. Also es ist jetzt nicht gleich verteilt, aber es kommen doch auch immer wieder weibliche Blasentumoren vor. Und die Anatomie spielt natürlich eine Rolle. Die Männer haben eine wesentlich längere Harnröhre. Sie gehen auch tatsächlich selten auf die Toilette und es bleibt eine gewisse Resthaarentendenz bei den Männern und Resthaar, wenn die Blase sich nicht ausreichend oder vollständig entleert und eher diese Giftstoffe in der Blase verbleiben, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass es zu einer Entartung in der Blase kommt. Ja, dann müsste es ja auch eine Alterssache sein. Ist es auch. Und das ist, wenn man ehrlich ist, sogar die größte Herausforderung oder die größte Risikokonstellation, einen Blasentumor zu kriegen, das ist das Alter. Meistens sind es Patienten über 65, aber desto älter man wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich einen Blasenkrebs zu bekommen. Und unsere Gesellschaft altert, das ist auch bekannt, also werden wir in Zukunft deutlich mehr von diesen Erkrankungen in den Kliniken und in den Praxen finden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Sie haben eine Diagnose gestellt und Sie haben festgestellt, es gibt Krebszellen in der Blase oder an der Blase. Da ist für Sie, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, wie tief der Krebs in dem Blasenmuskel schon drin ist. Stimmt das? Das ist richtig.
Die meisten Blasentumoren sind oberflächlich, das heißt auf die Schleimhaut, auf die Tapete der Blase beschränkt. Ja. In diesem Stadium sind diese Tumoren eigentlich noch nicht gefährlich, weil sie eben tiefere Gewebsschichten, in denen sich die Gefäße und die Lymphbahnen befinden, noch nicht angegriffen haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diesen Blasentumor rechtzeitig erkennen. 80% der Patienten, die sich bei uns in der Klinik oder in der Praxis vorstellen, die haben tatsächlich einen oberflächlichen Blasentumor und der lässt sich minimalinvasiv sehr, sehr gut behandeln. Man kann nämlich durch die Harnröhre mit einem sogenannten Resektoskop, das ist vielleicht so stark oder so kräftig wie ein Bleistift, durch die Harnröhre diesen Tumor entfernen. Der wird dann sozusagen mit einer elektrischen Schlinge abgetragen und kann dann vollständig entfernt werden. Das funktioniert sehr gut. Problem, das ist eine, man muss den Blasentumor als Systemerkrankung sehen, so wie an der Haut auch. Wenn man eine Hautveränderung hat, dann hat man auch vielleicht das an einer anderen Stelle ebenso. Dieser Tumor hat die Tendenz, in anderen Bereichen der Blase dann wiederzukehren. Also muss man drauf aufpassen. 20% sind dann schon fortgeschrittene Tumoren und dann wird es für den Patienten gegebenenfalls gefährlicher. Dann müsste man unter Umständen sogar die Blase ganz entfernen. Verstehe ich das so, dass man erst einmal klein anfängt sozusagen mit dieser Ausschälung der Blase und dann eventuell noch ein zweites Mal dran geht, wenn man merkt, man hat nicht alles erwischt, beziehungsweise der kommt wieder? Das ist genau der Weg. Und Sie müssen ja erstmal eine Diagnose, also die Eindringtiefe eben bestimmen. Und das macht man natürlich möglichst wenig invasiv, also möglichst schonend. Und das funktioniert eben mit diesem Verfahren durch die Harnröhre. Und bevor jetzt eine Blase komplett entfernt werden muss, kennt man ja so von anderen Krebsbehandlungen, Bestrahlung und Chemotherapie, sind das keine Mittel, um so etwas zu verhindern? Also wir werden sicherlich nicht weniger operieren, ja. Aber die Medikamente werden immer besser. Ja. Und wir haben auch für die Blase Chemotherapeutika. Einerseits die Möglichkeit, ein Chemotherapeutikum direkt in die Blase einzuspritzen. Wir wissen ja, das ist erstmal eine oberflächliche Erkrankung, sodass eine Spüllösung in der Blase schon helfen kann. Ja, und bei sehr fortgeschrittenen Tumoren oder bei Patienten, die eben nicht mehr operiert werden können, haben wir inzwischen auch gute Medikamente, die relativ schonend auch eine systemische Therapie dann machen können. Da wird sich auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel verändern. Aber in erster Linie ist es ja eine mechanische Sache, also der Tumor muss entfernt werden und das funktioniert eigentlich allermeistens operativ, indem man diese Tumorzellen einfach operativ entfernt. Ja. Das ist die erste Wahl. Ja, angenommen, man müsste tatsächlich die Blase entfernen, weil die Krebszellen auch schon im Blasenmuskel drin sind und man keine andere Möglichkeit mehr sieht. Das klingt ja erstmal schockierend. Wie lebt man ohne Blase? In der Tat, die Patienten kriegen einen Schreck. Das ist ja auch eine große Operation. Die Operation kann viele, viele Stunden dauern, kann auch nicht ungefährlich sein. Und dann muss man sich überlegen, wo leitet man denn den Harn ab? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr einfache, aber wenn auch sehr, sehr gute Möglichkeit wäre, man leitet den Harn über die Bauchdecke in einen Beutel ab. Wird dann ein Stück Darm zwischengeschaltet, damit es eben nicht zu Infektionen oder zu aufsteigenden Infektionen oder zu Verengungen kommt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Man kennt es auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus der Dickdarmchirurgie oder so, wo man eben künstliche Ausgänge braucht. Und diese Beutel, wo dann der Urin aufgefangen wird, die funktionieren hervorragend. Man kann damit auch schwimmen gehen, man kann an dem sozialen Leben teilnehmen. Sehr elegant ist allerdings auch eine ganz neue Blase. Eine ganz neue Blase lässt sich zum Beispiel aus Darm formen. Man muss ein bisschen Darm entfernen. Der ist dann natürlich ausgeschalten aus dem Körper. Aber aus diesem dann geformten Darm kann man ein Reservoir, also einen Raum bilden, in dem der Urin gesammelt wird. Und über den noch vorhandenen Schließmuskel kann der Patient dann ganz normal Wasser lassen. Im günstigsten Fall. Über den Blasenschließmuskel. Genau. Ja. Das ist Orthotop. Orthotop bedeutet an der gleichen Stelle, wo die alte Blase war, kommt dann eine Kunstblase, eine eigene, also aus dem eigenen Gewebe.
Und viele Patienten, jüngere Patienten, können über viele, viele Jahre ein ganz normales Leben führen, mit ganz normalem Wasserlassen und entsprechendem sozialen Leben. Ja, das klingt ja so, als müsste man sich genau dafür entscheiden. Kann das denn auch jeder, ist das für jeden gedacht, kann das jeder haben? Also man muss sich den Patienten natürlich ansehen und man muss mit dem Patienten sehr ausführlich über diese Erkrankung und auch über diese Möglichkeiten sprechen. Wir reden ja Gott sei Dank hier von nur einem ganz kleinen Anteil von Patienten, die dann wirklich so weit kommen, dass sie in diese Notsituation kommen, dass man eben die Blase entfernen muss. Gott sei Dank ist das ja relativ selten, aber man sieht, dass diese Möglichkeiten bestehen. Man muss es mit dem Patienten eben die Vor- und die Nachteile sehr ausführlich erörtern und dann wird man auf jeden Fall versuchen, dem Patienten diese Optionen anzubieten. Operativ ist das jetzt anspruchsvoll, aber jetzt auch kein Hexenwerk. Also das ist wirklich machbar, wenn man ein gutes Team hat, da gehört auch eine Intensivstation dazu, eine Anästhesie, dann kann der Patient das eigentlich sicher bekommen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!